Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Ich bin begeistert. Kleidungs- und Panzerungsanpassungen. Im Garderobenbildschirm Ihres Quartiers können Sie Ihr Freizeitoutfit wechseln oder Ihre Panzerung anpassen. So, dann machen wir das doch gleich mal. Was haben wir denn da? Lange Ärmel, kurze Ärmel. Achso, andersrum. Und Jacke? Ich glaube, ich bleibe bei den langen Ärmeln, oder? Oder kurze? Nee, lass mal die kurzen, ja. So, und die Panzerung selbst, Standardtöne, Autotönung, eigene Töne. Ist mir jetzt gerade noch relativ egal, muss ich sagen. Machen wir mal Autotönung, was auch immer wir jetzt dadurch bewirkt haben, keine Ahnung. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir später noch ein bisschen was dazu bekommen werden an Klamotten und so. Und Rüstungsteilen. Ist aber schon eine nette Aussicht hier. Okay, wir haben ein bisschen Musik, die wir reinlegen können. Ich lasse es jetzt aber mal aus. Wir könnten uns also ein bisschen was aussuchen hier. Finde ich nett. Ich nehme an, das ist ein Kommunikationsportal, damit man auch eine gute Aussicht beim Reden hat. Klar. Ist schon auf jeden Fall ein schnieker Ort. Also könnte hässlicher sein. SpaceX Raketenmodell. Echt jetzt? SpaceX Raketenmodell? Ist ja geil. Gut, schauen wir mal, was wir so an E-Mails haben. Interviews an Ryder von Carrie Tvessa. Geiler Name. Hallo Pathfinder, ich bin eine unabhängige Dokumentarfilmerin und könnte bei meinem aktuellen Projekt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird von historischer Bedeutung sein, hoffe ich, genau wie Ihre Mission. Können wir uns zu einem Gespräch auf der Nexus treffen? Dann kann ich Ihnen alles viel besser erklären. Carrie Tvessa. Klar, muss ich irgendwie noch bestätigen oder so? Nein? Nein? Dann nicht? Mit Carrie treffen. Okay, ist schon automatisch gemacht. Der Weg eines Helden. Das wird dann wahrscheinlich so sein wie im Mass Effect 3, als wir auch hier die eine Tante da mit auf unserem Schiff hatten, die ständig Interviews mit uns geführt hat. Keine Ahnung mehr, wie die hieß. Hey Sam! Ich überprüfe meine Verbindung von der Hyperion zur Tempest. Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Wunderbar. Willst du sonst nicht mit mir reden? Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Scheinbar nicht. Okay. Damit hätten wir die Etage soweit abgearbeitet. Ich werfe mal einen ganz kurzen Blick drauf. Mit denen hatte ich jetzt hier Waffenkammer, Lager. Ja, da waren wir ja gewesen. Cora und Vetra waren dort, genau. Mit Lexi haben wir geredet, mit Sam haben wir geredet. Dann könnten wir ja eigentlich mal dorthin gehen, wo wir auch hin sollen, ne? Kallo und Suvi. Bei Suvi war ich schon, oder? Ne, warte mal. Ich bin verwirrt. Ja, vielleicht gehen wir einfach mal eine Etage hoch und schauen uns da weiter um. Machen wir es doch etagenweise, warum auch nicht. Gleich die Leiter hoch. Können wir ein bisschen abkürzen. Ach, hier sind wir wieder an der Brücke, siehst du mal. Nochmal kurz einen Blick auf die Karte. Da sind wir, okay. Liam und ich habe immer noch nicht mit Gil geredet. Das sollten wir dann jetzt vielleicht mal tun. Den haben wir vorhin einfach so übergangen. Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Schon wieder. Habe ich vorhin einfach so übergangen, weil ich abgestürzt bin hiervon. Ich vermute mal, dass das der Grund war. Hey, wobei. Ne, hier ist der Aufzug. Ich bin gerade total verwirrt, was die Aufteilung hier angeht. Bin ich jetzt schon wieder ganz unten? Nee. Hä? Wo ist denn der Typ? Gil wird jetzt da angezeigt? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Gut, gehen wir einfach wieder hoch. Was haben wir hier von der Tür? Wir schauen einfach mal rein. Ach, hier ist er ja. Na, sieh mal an. Hier ist auch der Antriebskern. Okay. Nur noch mal kurz umgeschaut, ob hier sonst noch irgendwas für uns zum Sammeln ist, vielleicht. Gut, reden wir mal mit Gil. Hallo. Können wir später reden? Ich muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Klar doch. Sie ist bereit, wenn Sie es sind. Diese spiegelnden oder... Ach nee, es sind Fenster, ne? Die sehen so seltsam aus, die Fenster. Was ist denn das? Okay, hätten wir das auch geklärt, wo wir Gil finden.
Und begeben uns mal wieder hier rüber. Ich schau noch mal ganz kurz hier oben nach. Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Ja, ja, ja. Okay, hier oben ist, glaube ich, nichts weiter ansonsten. Hier hatten wir ja bloß das Videoterminal. Post werde ich dann später mal überprüfen. Gut, dann sollten wir vielleicht doch mal auf die Brücke gehen, so langsam, wa? Flugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Kalochath, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Endlich mal wieder ein Salarianer, der auch salarianisch klingt. Also schnell redet, sozusagen. Ich freue mich sehr drauf. Ich werde uns von Problemen fernhalten. Ja, wir arbeiten uns noch ein, glaube ich. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin. Mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Ach Quatsch, kann man nicht wirklich. Unsere ganze Reise ist etwas Großes. Machen wir mal ein bisschen Pathos rein hier. Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Ein großer Schritt für uns und ein wahrscheinlich nicht ganz so großer Schritt für die Menschheit. Ist wahrscheinlich nicht so pathetisch. Keine Ahnung, was haben wir denn? Träumen Sie weiter von einer Heimat. Die Hoffnungen der Nexus ruhen auf uns. Nö. Oder wir schaffen das schon. Das war's. Ich glaube, das passt wohl am besten hier. Ich hatte nie geplant, Pathfinder zu sein. Ich weiß nicht, was da draußen ist. Aber wir sind die Besten und Klügsten der Milchstraße. Wir schaffen das. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Auf geht's zu neuen Abenteuern. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Damit geht's also los für uns. Wir haben wieder so eine Übersichtskarte wie auch zuvor in den Teilen. In Zhenghei sind wir momentan mit der Nexus zusammen. Okay, und wir können auch wieder die Gebiete uns genauer anschauen und erkunden. Ich würde sagen, wir machen wirklich erstmal dahin, wo wir auch hin sollen. Nebenher erkunden können wir später immer noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich erstmal hier einen Anfang, damit wir ein bisschen reinkommen in die ganze Geschichte. Und alles Weitere kommt dann mit der Zeit, glaube ich. System Pythias, Habitat 1 der Andromeda-Initiative, Bezeichnung Eos. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein, nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder.
Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von Eos. War ja ein stylischer Auftritt hier von Pythias. Okay, ich würde sagen, dann machen wir auch direkt zu Eos. Wie gesagt, alles andere können wir später immer noch betrachten. Scheint aber wieder genauso zu sein wie auch zuvor in den Teilen. Wo haben wir jetzt die Anomalie entdeckt? Wahrscheinlich da, oder? Okay, es scheint überall Anomalien zu geben. Es wurde eine Anomalie entdeckt. Verwenden Sie WSAD, während Sie die rechte Maustaste gedrückt halten, um nach dem Ort der Anomalie zu scannen. Schicken Sie dann mit bla bla. Wir machen erstmal uns auf zu Eos und der Rest kommt später. Okay, ich dachte, wir landen sofort ein dort, aber nein. Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Na dann direkt auf zur Landezone, wa? Möchten Sie von Bord der Tempest gehen? Ja, ich glaube schon. So, wird Zeit für die Waffenauswahl. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Hier werde ich wohl die Universalklinge 2 nehmen, nehme ich mal so an. Müssen wir mal auf den Nahkampfschaden schauen soweit. Die hat sogar 400 Nahkampfschaden. Das klingt natürlich nicht schlecht, ne? Ich glaube, an 400 kommt sonst niemand dran. Die haben 311, die Universalklingen 2. Dann nehmen wir mal das Asari-Schwert. Das habe ich übrigens auch durch die Dingens-Missionen bekommen. Ihr wisst schon hier, wie heißt's denn? Verdammt. Apex-Missionen heißt's. Mensch. Schwer. So, was hatte ich jetzt? Pistolen und Sturmgewehre. Ich würde sagen, wir nehmen hier erstmal ein Sturmgewehr hin. Und zwar, welches nehmen wir denn da? Wir haben jetzt einiges zu klären mit Gewicht und so. Wir dürfen nicht zu schwer werden. Da müssen wir echt aufpassen. Aber eine Waffe muss sein. Also, ich meine, ein Sturmgewehr muss sein. Wie schwer ist denn die Valkyrie? Die habe ich doch gerade gesehen. Hier. Die hat 20. Was haben die? 40. Ich glaube, ich nehme die Valkyrie einfach auch, weil die leicht ist. Die hat auch einen sehr guten Schaden und eine relativ hohe Feuergeschwindigkeit. Ich glaube, mit der werden wir schon relativ weit kommen da. Ich weiß gar nicht, ob wir dann noch wirklich was anderes brauchen. Glaub's bald nicht. Okay, wir nehmen die Valkyrie. Jawohl. Und hier nehmen wir eigentlich am besten gar nichts, oder? Können wir nochmal bei den Pistolen schauen. Ja, wenn, dann wahrscheinlich die N7 Eagle. Ich glaube, ich verzichte auf die Pistole. Wie kann ich die denn wegmachen? Geht das? Kann ich hier ablegen? Ja. Wunderbar. Da haben wir nicht allzu viel Gewicht. Wobei, wir sind noch unter der Grenze für das Kraftaufladetempo. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob ich das vielleicht schaffe, unter der Grenze zu bleiben. N7 Hurricane. Die ist auch schwer. Schaden ist bei der Hurricane auch ziemlich niedrig, stelle ich gerade fest. Dafür die Feuergeschwindigkeit hoch. Wenn, dann wohl eher die Eagle, ne? Wir schauen mal. Sind wir knapp drüber, das muss nicht sein. Können wir noch mal schauen, ob wir eine andere finden. Die Predator ist jetzt natürlich nicht die geilste Pistole, gebe ich zu. Aber sie ist leicht. Die wiegt schon wieder 20. 30, Gott, die werden ja immer schwerer, die Dinger. Hurricane 25. Scorpion war 20. Sidewinder 10. Die könnte bald funktionieren, meint ihr nicht? Schauen wir mal. Ja, da sind wir, glaube ich, genau auf der Grenze. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, so könnte das Ganze funktionieren. Waffenmods müssen wir mal noch schauen. Sturmgewehrstabilität und Sturmgewehrpräzision. Naja, da wir zwei Stück haben, würde ich sagen. Was zum... Wie bin ich denn jetzt gerade da hingekommen? So, machen wir die doch einfach rein. Pistolenmods haben wir einmal Magazinkapazität und Durchschlagsschaden und Durchschlagsdistanz. Klingt gut.
Solange die Auswahl noch relativ gering ist, machen wir das einfach mal so. Gut, ich würde sagen, Rüstung haben wir noch nicht so viel Auswahl, gehen wir los. Bin soweit. Ready, Freddy. Hoffe, das gilt für uns alle. Oh, das hackt aber hier. Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Mit den Frames offenbar nicht so. Das Spiel ist gerade total am Hacken. Tut mir leid. Also, ich weiß, das ist jetzt qualitativ nicht so geil, aber... Naja, müssen wir jetzt durch. Ich hoffe mal, das bessert sich wieder. Ich weiß nicht, was mein Computer gerade hat oder ob es am Spiel liegt, dass hier... Ich meine, hier ist nichts weiter. Warum ist das Spiel so am Struggeln damit? Ich verstehe es nicht. So, alles okay? Naja, weiß ich nicht. Meine Leute, was Pathfinder, bla bla bla. Ich bin bereit fürs Abenteuer. Los geht's! Genau das hier wollten wir. Eine neue Galaxie. Ein neues Schiff. Es wird Zeit, sie endlich einzuweihen. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können! Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Das sieht sandig aus. Kein Problem. Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das, oder? Da, setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Soll man da überhaupt anfangen? Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von EOS blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn EOS so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es in diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Sie hatten keinen Pathfinder. Jetzt haben Sie einen. Wir werden EOS zu einem Zuhause machen. Ja, und weil Sie keinen Pathfinder hatten, hatten Sie kein Gehirn, oder wie? Naja, was weiß ich. So, nehmen wir mal alles mit, was wir kriegen können. Das sieht nach Bergungsgut aus. Und es ist neu. Höchstens ein paar Tage alt. Ist etwa noch jemand hier? So, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich in dem Missionsvorbereitungsfenster nicht noch die anderen Reiter angeklickt habe. Vielleicht hätte ich da sogar meine Crew anpassen können. Weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, aber es hätte mich schon mal interessiert, wen wir zur Auswahl haben. So, auch das gern mitgenommen. Erstmal natürlich hier im, naja, zivilisierten Gebiet kann man nicht sagen. Im Gebiet, in dem Behausungen stehen, das Zeug angesammelt. Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen gerechnet. Wie auch? Wer ist jetzt Sie? Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Das ist also Sie, die Tür. Gut, dann schauen wir uns doch mal hier drüben um.
Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Ich glaube, wir haben da einiges zu erkunden hier in dem Gebiet auf dem Planeten. Ja, hier kommen wir nicht rein. Ach, ich liebe es zu klettern. Spannende Schüssel. So, wir schauen mal. Da drüben gibt es einen Punkt. Ich weiß bloß nicht, ob das so nah jetzt ist oder ob das etwas täuscht vielleicht. Und da ist noch einer. Schauen wir doch mal erst den rechte Hand jetzt hier an. Vielleicht kommen wir hier auch irgendwo rein. Nee, ist nicht offen. Okay, ich dachte gerade. Außenposten Zentralkontrolle. Vielleicht müssen wir da doch erst den Strom anmachen, bevor wir hier reinkommen. Gehe ich mal bald von aus. Ich glaube, damit reinigt man Wasser. Das sind ein paar hundert Tonnen Stahl. Und der Sturm verformt sie einfach. Okay. Mit diesem Bogen reinigt man Wasser? Das klingt seltsam. Warum stellt ihr mal vor die Eingänge irgendwelche Container hin? So, wir schauen uns mal hier drüben um. Das ist der Punkt, zu dem ich wollte, oder? Nicht hängen bleiben. Gibt's hier was für uns? Zum Beispiel Pflanzen zu erkunden? Was ist das denn? Oh, Fluorid zum Sammeln. Her damit. Ich glaube, wir sollten mal aus dem Wasser rausgehen, ja. Oh, Strahlung gibt's auch noch. Na super. Freut mich. So, wieder ein bisschen was zum Erforschen. So, da haben wir auch unsere Schilde wieder. Komm ich da hin? Ich will eigentlich bloß wieder raus, muss ich zugeben. Ja, ich gehe ja schon. Ist die Strahlung ein bisschen höher? Okay, hier ist es besser. So, hier drüben muss irgendwo doch der Punkt sein, zu dem wir sollen. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Die Systeme versagen, Pathfinder. Heul nicht rum. Achso, ich sollte hier drin bleiben wahrscheinlich, ne? Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Ich habe es auch gerade gerafft. Okay, das muss mir doch jemand vorher sagen. Lass uns doch erstmal zum Hauptmissionspunkt gehen. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ja. Dann machen wir den Strom erstmal wieder an und dann schauen wir weiter. Vielleicht können wir dann das Gebiet auch ein bisschen erweitern irgendwie, indem wir uns aufhalten können. Wo ist denn hier der Eingang überhaupt? Nehmen wir den doch. Ich hoffe, der ist wenigstens offen. Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Anlage 1 hat individuelle Sicherheitscodes ausgegeben. Jeder Außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene Protokolle auf. Sag doch einfach, dass wir sie ohne die Codes nicht öffnen können. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Danke für den Hinweis nochmal. Okay, dann gehen wir mal darüber. Das ist aber schon eine ziemlich große Anlage hier, kann das sein? Wo genau müssen wir jetzt... das hier? Ich glaube schon. Ja, hier ist auch offen. Na super. Gibt's was zum Sammeln? Nein? Ah, ein Terminal für uns. Und ein Datenpad. Gehen wir erstmal ins Terminal. So, abspielen Audiolog oder ein Log über die botanische Analyse. Schauen wir uns beides an. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Okay. Ich glaube, es hat noch ein paar mehr erwischt hier, oder? Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Der verschafft uns Zugang, wenn wir ihn brauchen. Klar doch. So, jetzt nochmal im Terminal kurz die botanische Analyse angeschaut. Login, botanische Beraterin Alison May. Neuer Eintrag. Was verbirgst du vor mir, Eos? Die Pflanzen weisen sporadisches Hyperwachstum auf, trotz einer Umwelt, die man als Sandstrahler einsetzen könnte. Ich vermute einen elektromagnetischen Auslöser. Ich habe ein Signal empfangen, definitiv fremdartig, aber damit kenne ich mich nicht aus. Unsicher, ob bewusst gesteuert. Habe Vektor erfasst. Ende des Logs.
Tja, ob das wohl die Cat waren oder vielleicht doch jemand anders? Keine Helme? Okay. Wenn ihr denkt, dass ihr keinen Helm braucht, von mir aus. So, schauen wir uns doch mal da drüben das Ganze an und stellen mal die Energie wieder her. Damit wir dann auch alle anderen Ecken hier betreten können. Wäre, glaube ich, nicht schlecht.